Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen ein Spiel, welches Activision als Publisher hatte. Ja. Und Kenner der Serie sollten es jetzt schon erkennen. Wir spielen ein Spiel von Neversoft. Und spätestens jetzt sollte man es erkannt haben. Wir spielen nämlich Tony Hawk's Pro Skater 2. Ja, wir haben ja den ersten Teil bereits erfolgreich abgeschlossen. Und ja, da dachte ich mir, den zweiten Teil kann man dann doch gleich mitnehmen. Weil, ja, warum nicht? Ist halt der Nachfolger, ist auch recht gut. Wir spielen das Ganze weiterhin wie immer auf der PlayStation 1. Und ja, es gibt einige Neuerungen in dem ersten, gegenüber dem ersten Teil. Man kann jetzt einen eigenen Charakter erstellen, was ich auf jeden Fall sehr cool finde. Ja, man kann halt eben alles Mögliche anpassen. Dann gibt es einen Level-Editor, mit dem man sich eigene Level basteln kann, was auch auf jeden Fall sehr cool ist. Ja, da hat man gerade auch schon gesehen, es gibt Manuals, die man jetzt auch als Spieler machen kann. Und ja, man kann sie machen und ja, dadurch einfach mal quasi unendlich lange Kombos generieren, fahren, wie auch immer. Ja, was gibt es denn noch Neues? Ja, neue Tricks, ein paar neue Fahrer, Fahrerinnen. Ansonsten eigentlich ein sehr solider Teil. Ich glaube sogar, dass das zumindest für mich persönlich der beste Teil ist. Ich habe mit ihm aber auch angefangen, das muss ich dazu sagen. Ja, Tony Hawk's Pro Skater, wie es jetzt heißt, Pro Skater 2. Vorher war es ja nur Tony Hawk Skateboarding. Gut, ja, hier nochmal das Hauptmenü, Karrieremodus. Einzel-Session, Skate for Fun, zwei Spieler, macht dir den Skater, wo man halt eben seinen eigenen Skater basteln kann, der Park-Editor und die Option. In die Option werde ich auch gleich reingehen. Ich muss nämlich die Musik leider ja, quasi ausmachen, weil sonst habe ich ein paar andere Probleme und das möchte ich dann nicht. Ich würde sagen, wir starten direkt den Karrieremodus mit einer neuen Karriere. Als Spieler hatte ich vor, dass wir immer noch Tony Hawk nehmen, weil er ist der ja, Erfinder dieser Serie, kann man ja eigentlich nicht sagen. Eigentlich waren das ja die Jungs von Neversoft. Und ich würde auch sagen, wir springen direkt ins Level. Checkliste. Ja, auch ein wenig anders als im ersten Teil. Es gibt jetzt Highscore, Profiscore, Hammerscore mit jeweils 10, 25 und 75.000 Punkten, die man sammeln muss. Dann das übliche Skate, Fässerjagd, 5 Pilotenabzeichen, ein Nosegrind über die Pipe, Springe, 3 Hangtime Gaps, finde das versteckte Tape und eben 100% der Ziele und Preise. Ich sag jetzt schon mal vorab, dass ich die ja, erstmal voll hier an den Buchstaben vorbeispringen werde. Ja, da war auch schon der erste Sturz. Auch nicht schlecht. Aua. Hat er überlebt. Die Sau. Ja, also 100% der Ziele. Jetzt bin ich schon voll aus dem Konzept hier, ey. Warum ist er denn so empfindlich? Ah, okay, das war das Hangtime Gap. Ich möchte aber eigentlich hier den Heli. Und natürlich wieder rüber. Ma, das kann doch nicht sein. So, jetzt aber. Jetzt ist nämlich hier die Spezialtür aufgegangen. Und wir haben erstmal Skate eingesammelt. Ja, auf jeden Fall 100% der Ziele werde ich nicht machen, weil das dauert mir dann doch ein bisschen zu lange. Punkte. Ansonsten werde ich versuchen, alles Mögliche zu machen, zu basteln, kriegen. So. Ja, fast.
Muss ich nur noch das eine Teil da einsammeln. Ah, das vielleicht noch. Ah, wie ging der Trick denn gleich noch? Ja, so auf jeden Fall nicht. Aber wir haben ja schon ein paar Sachen abgeschlossen. Hammer-Score, sammle Skate, 5 Pilotenabzeichen, neues Grant über die Pipe und das versteckte Tape. Nein, das möchte ich jetzt erstmal noch nicht speichern. Wir nennen uns natürlich, wie soll es auch anders sein, Pum. Passt ja auch wunderbar in die drei Buchstaben, wenn ich sie denn dann finde. Rückwärts das Alphabet durchgehen, das ist gar nicht so leicht. Neuer Versuch. Ja, wir springen dann mal, zack. Schön. Ach, gerade eben noch geschafft. Ja. Gut hat er als gezählt gewertet. Was schon mal ganz nett ist. Soll ich jetzt erst die Punkte machen? Oder. Ja, so auf jeden Fall nicht. Ich mache jetzt erst die anderen Sachen. Weil. Ich glaube, das wird sonst nie was. 4 von 5 Fässer. Und flupp. Ja, natürlich treffe ich das jetzt nicht. Okay, und jetzt nur noch hier den einen. Hätte ich mal keinen Special-Trick gemacht, ey. Ach ja, Lip-Tricks sind auch neu. Finde ich allerdings noch ein bisschen sinnlos in diesem Teil, weil sie haben keine Balance-Anzeige. Hey, warum hat er das denn nicht gewertet? Die Sau. Jetzt aber so. Ich habe gerade vergessen, wie man denn den Spezialtrick hier bei ihm macht. Ich würde sagen, das gucke ich gleich mal nach, weil sonst stehe ich hier gleich. Ja, das möchte ich nicht. Ein bisschen Geld einsammeln kann ich hier noch. Schade. Na gut. Na, so war es auf jeden Fall nicht. Na gut, ich werde mal noch ein bisschen herumprobieren. Es fehlt ja nur noch die Hammer-Score. Und wir haben schon ein neues Level freigespielt. Das möchte ich jetzt aber noch nicht. Oh, um 1006 Punkte den ersten Platz verdrängt. Ja, genial. Ich meine, was will man mehr? So. Aber der Trick ist aber auch mal fies, ey. Ja, so auf jeden Fall nicht. So, ah. Okay. Schwupp. Man meint irgendwie, ja, so kann der dann auskommen, aber in Wirklichkeit kommt der gar nicht so aus. So, ah. Boah. Gerade eben noch geschafft. Yep. Auch gerade eben. Ja, jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich hier ein bisschen Variation reinbringe. Schade, so auf jeden Fall nicht. Weil ich habe echt keine Ahnung, wie hier der Special Grind geht. So nicht. Habe ich gerade festgestellt. So. Jetzt habe ich gerade eh kein Special Balken voll. Ich weiß auch, dass es hier irgendwo einen Trick gibt, womit man so richtig viele Punkte absahnen kann, aber ich glaube, das wäre ein wenig zu langweilig. Weil. Ah, ich glaube, den schaffst du nicht. Naja. Schade. Ich muss nachgucken. Ja, ich weiß, ich kann mir ganz tolle Sachen kaufen. Das werde ich jetzt auch machen, weil da kann ich schön nachgucken, wie der Trick denn ging. Stats verbessern. Nein, Tricks kaufen. Das möchte ich machen. Beziehungsweise, ich möchte ja gar keinen Trick kaufen. Und zwar unten links. Ja,
Warum bin ich nicht von selber darauf gekommen? Wäre auch zu einfach gewesen. Na gut. In dem Zuge kann ich natürlich jetzt auch direkt das Geld verprassen für ein bisschen mehr Hangtime. Naja, machen wir jetzt erstmal hier Rail Balance. Da braucht er auf jeden Fall mehr. Fußwechseltempo, auch ganz praktisch immer. Oh, das war's auch schon. Ja, 1400 für die 7 Punkte. Echt wenig. Punkte für viel Geld. Also, das wollte ich sagen. Weiter. Ja, jetzt muss ich leider nochmal den Hangar laden, weil ich ja noch den Hammerscore haben möchte. Unten links. Unten links Dreieck. Ja, gut. Gemerkt. Die restlichen Tricks, die kenne ich. Die kriege ich hin. So. Au, warum ist er jetzt hingefallen? Ist ja voll gemein. Aber guck mal, schon 25.000. Sehr schön. Hey! Boah, ey, dieser Judo, ja? Der macht mich fettig. Warum macht man denn so was? Gerade eben geschafft, aber okay. Ah, sehr schön. Wenigstens mal hier ordentlich Punkte geholt. Ach, verdammt, das wär's gewesen. Ja, ich glaube, ich mache jetzt hier in der Pipe noch einen 900. Ah, wenn ich es denn dann überhaupt noch benötige. Jetzt noch ein. Ja, ein Sturz. Und ich schaffe es bestimmt dann. Oh, oh. Wo kamen die Punkte denn her? Ja, gut, das war's. Hammerscore ist gesichert. Na. Schade. Na, ja, spring raus, dann spring von mir aus raus. Vogel. Ja, vielleicht kriege ich einen. Oh, nee, ich krieg doch keinen Schein mehr. Ach, schade. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt den Hammerscore. Jetzt möchte ich auch meine Karriere speichern. Wir nennen sie, ach, nennen wir sie Karriere A. Eigentlich hätte ich es ja umbenennen müssen in Karriere der Pum, aber nein. Levelauswahl. Ist natürlich doof, dass wir da jetzt wieder so viel laden müssen. 90% der Levelziele und wir starten die Schule in Südkalifornien. 15.000 Punkte, 40.000 Punkte und 100.000 Punkte sind die Scores, die wir erreichen müssen. Dann ja, Skate einsammeln, 5 Wallrides an den Glocken, sammle 5 Hallenausweise, Kickflip an TCs, Dächer Gap, auch schwieriges Wort, Grinder an 3 Roll Call Rails und finde das versteckte Tape. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Spezial an, welches nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Ja. Und zwar, wahrscheinlich schaffe ich es jetzt nicht. Oder? Doch, ich habe es geschafft. Und zwar haben wir jetzt schon das Schwimmbad geöffnet. Das ist nämlich eins der fiesesten Stellen, die ich kenne in diesem Spiel. Na, ob du das schaffst, Tatsache. Wow. Und wir haben schon die Scores. So. Das ist ja mal gar nicht so schlecht hier, was ich da so gerade fabriziere. Na, hätte ich mal nichts gesagt. Hätte ich mal nichts gesagt. Dann wäre das bestimmt noch was geworden. Aber nein, so wird das auf jeden Fall nichts mehr. Ja, gut. 40.000 Punkte. Noch ein 900, den wir stürzen. Die restlichen 30 Sekunden erspare ich euch mal, weil der Part ist auch schon zu Ende und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Von daher sage ich mal bis später, der Pump.